Steht doch nicht einfach nur da! Es ist noch Zeit! Rettet meinen Bruder und Jägerling! Kehrt die Lasereinstellung um! Aber da ist keine Anleitung. Kein Problem. Ich drücke ein paar Knöpfe und sehe, was passiert. Nein! Ich... Ja, das sollte helfen. Du gefiederter Vollidiot! Alles könnte jetzt passieren! Oh oh. Was wir da unten wohl jetzt treffen? Na, hoffentlich das Richtige. Alles andere wäre eine Tragödie. Schau, es funktioniert. Ha! Jetzt ist eine Entschuldigung fällig, Blödmann. Auf keinen Fall! Okay, schön und gut, aber was meint ihr mit Bruder retten? Danke, Leute. Als Zombie hat man kein schönes Leben. Glaub ich dir, Alter. Als nächster ist Bottles dran, Kazooie. Er war ganz schön lange leblos. Schalte lieber auf volle Kraft. Erst wenn sich der Heini entschuldigt. Entschuldigung. Geht doch. Ziemlich witzig, dass da auf den Schaltern übrigens Blow und Zack steht. Also wird jetzt Bottles ernsthaft wiederbelebt. Okay. Aber warum haben sie ihn dann von Anfang an ins Spiel genommen? Wenn er am Ende sowieso wieder lebt. Ich dachte, der wäre wirklich für immer tot. Oh nein. So spät schon. Frau B. wartet mit dem Essen. Sie bringt mich um. Achso, Frau Bottles sollte das heißen. Alles klar. Warum nicht ausschreiben? Ja, seine hübsche Frau hat gekocht. Es ist mir egal, wie verbrannt es ist. Du isst das jetzt. Ich kann nichts dafür. Die Hexe hat mich getötet. Man hat mich gerade erst wiederbelebt. Ja, sicher, mein Schatz. Keiner glaubt ihm. Aber es ist wahr. Und was macht Klungo da? Grundgütiger. Wer seid ihr beide denn? Gestatten, König Jingerling. Und dieser feine Bursche ist Klungo. Der und Vogel haben Klungo auf die Fresse gehauen, aber mir auch geholfen im Endeffekt. Ich wurde vor dem ewigen Dasein als Untoter bewahrt. Dank Bär und Vogel. Also kommen wir vorbei und chillen mit euch. Klingt gut. Hervorragend. Ich werde ein paar Kekse backen. Aber wo ist Banjo? Er ist ein echter Held. Böse Herrin ist entkommen, Bär und Vogel hinterher. Sie kommen später, aber wir feiern jetzt. Na dann. Das muss das Ende sein. Es gab einen Abspann. Und allen geht es wieder gut. Was ist mit Grunty? Oh. Ich glaube, wir sollten mal schnell zum Turm hinauf. Aber wie sollen wir da raufkommen? Netter Versuch, Banjo. Aber ich glaube, die Öffnung da unter dem Laser führt wahrscheinlich rauf.
Ich hoffte, du würdest sie übersehen. Wie, wo, was? Was ist denn das für ein seltsames Ende hier? Ich meine, klar, noch ist es nicht zu Ende. Es gibt wohl noch... Was war das? Einen großen Bosskampf. Wie in Banjo-Kazooie. Und wie sie es natürlich auch gehört. Ach, du warst das! Was macht der denn da? Den kennen wir schon aus Banjo-Kazooie, diesen komischen Kessel. Ach, hallo, Herr Banjo. Ich bin Singpot. Erinnerst du dich? Eigentlich nicht. Ich habe Ihnen am Ende von Banjo-Kazooie geholfen. Genau, der alte Stinktopf. Sie sind so gemein. Aber hüpfen Sie doch herein und holen Sie sich den Ding-Bonus. Wissen wir denn? Meine Federn sind vom letzten Mal gerade wieder sauber. Ja, warum nicht? Ach, der hat alles aufgefüllt. Chillig. Danke, my boy. Ich glaube, so was Ähnliches hat er auch in Banjo-Kazooie getan. Eigentlich ein Kessel, der auf Seiten von Gruntilda agiert hat, sich dann aber wohl dagegen entschieden hat. Weil sie ihn, glaube ich, nicht ganz so nett behandelt hat. Ja gut, dann sind wir doch jetzt bereit, oder? Da ist der letzte Teleporter und wie es aussieht, war das letzte Puzzle, wofür man 70 Puzzles gebraucht hat, doch für den Endbosskampf gut. Naja dann, waren die Anforderungen wohl doch relativ hoch. Wie schwierig es am Ende wird, das sehen wir dann im nächsten und letzten Part von Banjo-Tooie. Ah nee, lass stecken. Wir machen direkt weiter. Der vorherige Part war ein bisschen zu lang und ich habe mal wieder Chirurg gespielt und da ein klein wenig rumgeschnibbelt. Jetzt geht's direkt los mit dem Final Boss in Banjo-Tooie. Nanu, es scheint niemand hier zu sein. Wir sollten nach Hause gehen. Wow, das ist ja eine großartige Aussicht von hier oben. Und wie? Aber findest du es nicht auch merkwürdig, dass Gruntilda nicht hier ist? Bestimmt zu feige. Unser Abenteuer war zwar wirklich geil, aber spielen wir lieber weiter Karten. Leute? Sicher, dass sie nicht da ist? Ich meine, guckt mal nach hinten, was da steht. Hack 1, großer, grässlicher Grubengräber. Banjo? Oh, sieh nur, wie groß der ist. Der war doch vorher nicht so groß. Wie konnten wir den übersehen? Das frage ich mich allerdings auch. Vor allem bei der Schnauze. Ach du Scheiße. Und da ist sie. Endlich! Nach 2 Jahren werde ich mich rächen. Wette nicht drauf, Knochenhirn. Wir werden sehen, Vögelchen. Wir werden sehen. Wo ist der Knopf für den Laser? Verflixt und zugenäht. Wer gibt mir mal einen Link zum YouTube-Tutorial? Ah, Moment. Hier, jetzt. Hab's gefunden. Das kann ja heiter werden. Ist das der Laser? Vermutlich. Ja gut, dann schauen wir mal, was wir machen können. Vielleicht hinten draufsteigen oder irgendwie sowas und dann hoch zu ihr. Ihr dachtet wohl, das Quiz sei schon vorbei, was? Falsch gedacht. Ich habe immer noch einige Fragen in petto. Beantwortet sie und ich gehe etwas sanfter mit euch um. Ernsthaft? Wie heißt das ortsansässige Zauberwesen? Globo. Diese Fragerei geht allen Ernstes weiter. Mist, das ist richtig. Ich werde nur meine langsamen Attacken benutzen. Oh, wie gnädig. Seid bereit für eine Überdosis meiner Magie. Los, kämpft! Ja, aber wie denn? Oh! Ach du meine Güte, das habe ich jetzt nicht erwartet. Was soll ich machen? Ach so, ihr in die Fresse, oder was?
Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie soll das denn mit der Steuerung möglich sein, sag mal. Ich treffe ja nicht mal. Das sind jetzt die falschen Eier. Ich habe ihr schon ein Leben abgezogen, aber wie beim Drachen-Fuck, könnte es sein, dass die Attacken verschiedenen Schaden machen. Ja, das Granateneis ist das Stärkste, oder? Habe ich jedenfalls immer so den Eindruck gehabt. Wer ist Boggy? Ein Vollidiot. Oh, gibt's nicht als Auswahlmöglichkeit, dann wohl ein Eisbär. Probieren wir es mal. Ja, die Stäbe natürlich jetzt leider nicht so gut. Alter, also wie soll ich diesen Bosskampf denn schaffen? Ich komme mit der Steuerung null klar. Oh mein Gott. Das wird niemals was. Ah, wobei, jetzt habe ich eine gute Taktik. Ich glaube, ich habe eine gute Taktik herausgefunden. Und zwar stellen wir uns erstmal so nah wie möglich an das Scheißteil dran. Ja, super. Und dann weiche ich einfach zurück. Was war merkwürdig an dem Schwimmbecken der Kinder in Jolly... Das Wasser war... Nein. Da habe ich jetzt nicht zu Ende gelesen, weil meine Zeit schon ausgegangen ist und ich mir einfach dachte, okay, schnell reagieren. Super, jetzt greift sie mit ihren schnellen Attacken an, dann haben wir vermutlich gar keine Chance, oder? Ja, doch. Aber weniger Zeit. Och, 1:0 für den nervtötenden Bären. Mehr Laser, bitte. Wie schalte ich sie alle ein? Diesen hier? Ah, vorzüglich. Auf ein neues. Oh, ein Leben. Das müssen wir uns gönnen. Hab mich schon viermal treffen lassen? Echt? Oh nein, was bin ich denn für ein Idiot? Wie viele Knöpfe hat der offizielle Nintendo-Controller? Welcher Controller? N64? Ich hoffe, sie meinte den. Weil da kommt nämlich 10 ganz gut hin. Also ich muss das in den Griff kriegen mit diesen unnötigen Treffern. Sie hat mich schon etwas zu häufig getroffen. Aber jetzt komme ich rein, jetzt komme ich rein. Seht ihr das? Läuft doch gleich viel besser. Ah, nicht schon wieder. Mir deucht, es wird Zeit für etwas Neues. Nein, bitte nicht. Diese Schönheit hat noch einige Tricks auf Lager. Wärmelenkraketen aktivieren. Bomben los! Macht die Scherze? Ja, natürlich. Was soll ich da bitte tun? Achso. Ja gut, wenn ich in der Luft bin, dann trifft mich der Mist nicht. War das alles? Ja. Wer ist die größte Figur auf der Rückseite der Banjo-Tooie-Packung? Ich hab die Packung nicht! Grundschilder nehme ich an. Ja! Richtig. Warum auch nicht den bösen Charakter am größten auf die Packung klatschen? Shit, das war ein Treffer. Das auch. Was zum Teufel? Funktioniert die Taktik wohl doch nicht, oder was? Ich brauche mehr Feuerkraft. Zweite Wärmelenkrakete ausfahren. Die zweifache Ladung. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir das im First Try sowieso nicht schaffen werden. Dazu habe ich einfach schon viel zu sehr kassiert. Ich habe natürlich noch goldene Federn, aber... Ja, seien wir mal ehrlich, das wird nichts. Das kann nichts werden. Von welcher Ginger-Familie habe ich das Haus mit meinem kleinen Grabbohrer plattgewalzt? Ich glaube rot. Nee? Keine Ahnung. Absolut keinen Schimmer. So, wenn sie geschossen hat, dann einfach kommt. Ja, sagt sich so einfach. Ich schaff's nicht. Sorry, aber ich schaff's definitiv nicht im ersten Versuch. Okay. Aber wir haben uns auf jeden Fall schon mal ein Bild machen können von diesem Wahnsinn hier. Das wird auch ein hartes Stück Arbeit. Och, wieso schmeißen sie einen denn immer wieder raus, Mensch? Und zweiter Versuch. Ja, das wird auf jeden Fall eine heftige Angelegenheit, aber typisch für Rare, die neigten immer zur Übertreibung. Ich muss mir halt jetzt irgendwie eine Taktik überlegen. Welche Farbe hat mein Schal? Ja, das sieht man doch. Lila. Wobei es eigentlich eher rosa ist, oder? Na, naja, wobei.
Egal. Das juckt hier eh keinen. Mir ist aber aufgefallen, während ich hier schieße, kann ich doch eigentlich gar nicht die goldenen Federn aktivieren, ne? Das ist ein Problem. Hä, das war doch nie im Leben ein Treffer! Das Ding ist doch 5 Kilometer weiter weg eingeschlagen. LOL. Mann! Aber gut, wir haben hier schon 9 Leben abgezogen und ich weiß natürlich nicht, ob die Granateneier die beste Option sind. Aber... Dino mit dem Zug. Aber sie ziehen auf jeden Fall 3 Leben ab und das ist doch schon mal was. Ich habe jetzt auch keine Zeit, den Rest auszuprobieren. Ich würde sowieso sagen, dass wahrscheinlich die Granateneier auch wirklich das Stärkste sind. Ah, 1:0 schon wieder, verdammt. Ach so, immer wenn sie 10 Leben verliert, dann rastet sie kurz aus. Ach, dreh dich doch in die andere Richtung, du scheiß Drecksteil. Irgendwo ist ein Leben runtergefallen. Da hinten. Wieso lasse ich mich eigentlich so billig erwischen? Das ist aber auch wirklich dumm. So, nochmal diese blöde Frage. Ja, was zur Hölle? Ich habe keine Ahnung, warum jetzt das mit den Autoreifen so wichtig ist. Okay, und ich merke gerade, man hat anscheinend gar nicht so einen wirklichen Zeitdruck, dieses Leben zu holen. Ich dachte, das ist halt nur ein paar Sekunden da. Und man muss sich da ranhalten. Ist aber gar nicht so. Oh, das ist so schwierig. Also sie rastet alle 10 Leben aus, schenkt einem aber auch eine Honigwabe. Ah, jetzt kommt dieser Müll. Schön in der Luft bleiben. Und am besten ohne Kazooie. Yeah. Okay. So, Frage richtig beantworten bitte. Die meisten Familienmitglieder, der Schwarze, ne? Da waren, glaube ich, 9. Ja. Sehr gut. 9 schwarze Jinjos gab's. Ja, das ist so die beste Taktik. Läuft. Jetzt läuft's ganz gut. Wir müssen dieses Niveau irgendwie beibehalten und keine billigen Treffer kriegen. Oh, 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 oh. Oh nein, oh nein. Ja, chill doch jetzt mal. Meine Fresse. Welche Figur aus Banjo-Kazooie tritt in diesem Spiel nicht auf? Nein. Mr. Wile. Dieses Krokodil. Dieser beschissenen Mission da. So, Leben gegönnt. Kostet jetzt natürlich Angriffszeit, ist schon klar. Aber... Oh, ist es mir wert gewesen. Raketenwerfer wieder einfahren. Auspuffluke öffnen. Oh ja. Spürt die Kraft dieses V10-Ungetüms. Bohrer ankurbeln. Auf ihn mit Gebrüll. Geht sie jetzt frontal auf mich los, oder was? Echt so. Was? Oh, du blöde. Ich raste gleich aus, ey. Vor allem, ich komme jetzt nicht an das Leben ran. Wie soll ich denn das machen, wenn die da völlig ausrastet? Ach, du bist doch ein Cheater. Weißt du was, mir reicht's jetzt. Machen wir so. Ich brauche das Leben unbedingt, zumal sie mich jetzt 2-mal erwischt hat. Das ist krass. Wer war auf dem Gemälde in Fandos Fundgrube abgebildet? Oh, das war doch, genau, die Schwester von ihr, Brentilda. Ich erinnere mich. So, jetzt gib ihr. Boah, was eine blöde Position. Und gegen diesen Treffer konnte man irgendwie nichts machen, aber egal. Sie wird immer schneller. Sie wird immer schneller. WTF? Was hat die blöde Maschine? Die kommt mir sofort zur Reparatur, wenn das vorbei ist. Können wir jetzt zu ihr hoch, oder was? Wow. Ja, da hatten wir wohl nicht viel Zeit für. Mist. Ey, ich finde das so schwierig. Weil sie versucht, mich halt in diesem Bereich einzukesseln. Schafft sie auch. Und dann kommt sie auf mich zu. Und dreht am Rad.
Okay, aber wenn wir hier auf dieser Außenbahn laufen, sind wir sicher. Ja, in etwa. Hey, was wird denn da unten angezeigt? Was heißt das? Ach scheiße, jetzt blick ich's! Man hätte da reingehen können. Stimmt's? Oh nee, ist das gemein. Wer soll denn das wissen? Alter. Ja, deswegen hat sie gesagt, Auspuff auf. Verstehe. Haben wir das richtige Ei eingestellt? Ich hoffe. Also, wenn das System das nächste Mal ausfällt, jetzt nämlich, müssen wir da, glaube ich, rein. Ziemlich sicher. Und dann können wir da wahrscheinlich irgendwas zerstören. Ja! Ähnlich wie bei King K. Rool, wo man mit Tiny dann in den Schuh rein muss. Ah, dann müssen wir hier so ein paar Generatoren vernichten. Alles klar! Sehr gut. Oh, ich habe jetzt schon wieder so viele Leben verloren. Wie? War das eine Explosion? Riecht es verbrannt? Ich hoffe doch. Oh oh. Jetzt geht's noch mehr ab. War das so eine gute Idee jetzt mit den goldenen Federn? Vermutlich nicht! Ah, super. Mann. Ja, chill jetzt. Ist okay. Ist okay. Raste dich aus. Muss ich jetzt eigentlich nochmal rein? Nee. Wie viele Etagen gibt es in meiner Fabrik? 5. Jetzt wieder ballern? Ja. Oh Mann. Ich hab sie nur zweimal erwischt. Wie soll man so schnell ausweichen? Das ist nicht möglich. Ich glaube, ich kann wieder rein. Schnell! Nein! Das ist doch Betrug. Ja, zwei Leben. Super. Schaffen wir wieder nicht. Es sind noch 40. Noch 40! Gebt euch das mal. Und die hat bestimmt noch den einen oder anderen heftigen Trick auf Lager. Jetzt. Oh nein, der Auspuff ist da hinten. Schieß schon mal. Geh rein. Mach doch, du blödes, verkacktes Drecksteil. Also soll ich jetzt zusätzlich noch in der Nähe des Auspuffs bleiben, ja? Natürlich, sonst noch Wünsche. Alter. Aber jetzt. Gib ihr. Wahrscheinlich wird sie jetzt ihr Gefährt verlassen und eine komplett andere Taktik fahren. Stimmt's? Oh nein! Wir verlieren Energie! Nein, nicht aufhören, Herr Bora! Meine geliebten Laser! Kann jemand den Abschleppdienst rufen? In Ordnung, das war's. Ich hab genug. Wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Sag dich doch, jetzt geht's ab. Ja. Und natürlich werden mir wieder die normalen Eier gegeben und ich konnte nicht ausweichen. Sehr fair das Ganze. Ja, vorbei. Was soll man anders machen? Ich denke, wir haben den Großteil von ihrem Schema gesehen. Sodass ich euch jetzt einfach den finalen Versuch zeigen werde.
Versuch Nummer 7. So langsam kommt ein bisschen Frust auf, muss ich sagen. Aber es ist halt auch wirklich schwierig, ne? Naja, gut. Den Anfang habe ich eigentlich ganz gut drauf. Aber dann, wenn es zu dieser Generatoren-Sache geht, wird mir das alles ein bisschen zu random. Was hatten die Drachenbrüder oben bestellt auf dem Gipfel? Pizza natürlich. Die Fragen sind tatsächlich nicht das Problem. Die Kamera, Alter. Ich stand schon wieder mit dem Rücken zu ihr, ne? Das hasse ich ja wie die Pest. So. Man kann sich aber relativ sicher sein, dass man nicht getroffen wird, wenn man ihr zweimal die Chance gibt anzugreifen und dann erst kontert. Wenn man es nach einem Schuss macht, muss man schon sehr schnell sein, ist mir aufgefallen. Wahrscheinlich ist es auch das, was ich bei meinen anderen Versuchen falsch gemacht habe. Der erste war ja eigentlich gar nicht so schlecht, der zweite ging auch in Ordnung. Nur dann habe ich mich halt zu häufig treffen lassen, als sie auf volle Offensive gegangen ist. Und da, glaube ich, muss man dann gut und schnell reagieren. Warum war Terry unglücklich? Weil ihm seine Eier geklaut wurden. Da wäre, glaube ich, jeder unglücklich. Und eigentlich sollte man auch nicht sofort schießen, wenn man die Möglichkeit bekommt, ja? Weil sie ballert halt auch als erstes direkt. Und es ist klüger, erstmal... Oh, crap. Erstmal loszulaufen und ihren Angriffen auszuweichen und dann halt erst nach zwei Fehlschüssen von Grunty einen Konter anzusetzen. Das ist zumindest das, was ich gelernt habe. Welche Ups. Ja, jetzt habe ich auch aus Versehen schon auf Antworten gedrückt, aber ich glaube, es war richtig. Na dann, wunderbar. So. Also ich versuche ein bisschen sicherer zu spielen, aber gerade hier in der Anfangsphase kann man auch ein bisschen fies sein und häufiger schießen. Warum denn nicht, ne? Allerdings habe ich mich jetzt, glaube ich, schon einmal treffen lassen, ne? Das ist mir vorhin nicht passiert. Bisschen billig, um ehrlich zu sein. Aber okay, wir können die Honigwaben als Backup auf dem Feld lassen. Das ist auch so eine Sache, die ich gar nicht gewusst habe. Ich dachte, die verpuffen nach einer Zeit. Wie hieß der Besitzer der Klunkerkluftmine? Das war der Goldbarren Bill. Ja. Aber, ja, um nochmal auf die Honigwaben zurückzukommen, die verpuffen eben nicht. Man kann die tatsächlich die ganze Zeit über da liegen lassen. Ja. Hätte ich ja auch nicht ahnen können. Boah, also gerade läuft es eigentlich ganz gut, wenn man von dem einen unnötigen Gegentreffer absieht. Allerdings war das ja auch alles bislang ziemlich leicht. Schwierig wird... Oh, erst ab jetzt. Und ich glaube, ich habe gerade die Phase verwechselt. Ich dachte nämlich, jetzt kommt schon das mit den Generatoren. Aber wir sind ja erstmal bei den Raketen. Da kann ich es wieder mal nicht abwarten, was? Oh ja, und ich habe es getestet. Die Granateier sind wirklich die stärksten. Welche Ginger-Familie hat die meisten Familienmitglieder? Das ist die schwarze Familie. Die Frage hatte ich schon mal. So, und jetzt kurz ballern und weg, 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 weg. Okay. Wenn ich gut stehe, dann schieße ich beim ersten Mal. Wenn nicht, dann sollte man lieber flüchten. Hin und her. Und ja, ja, also jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo man nicht mehr zweimal schießen sollte. Oh, der war voll verschieden. Ah, ich stehe nicht gut, ich stehe nicht gut. Aber ich glaube, ich habe sie trotzdem erwischt, oder? Ja, auf jeden Fall haben wir die nächste Phase erreicht, das ist gut. Okay, aber ich vergesse auch immer, wie das abläuft, ne? Erstmal dem Laser ausweichen. Und dann bin ich mir nicht sicher, muss man nochmal auf sie schießen oder kann ich gleich mit einem Zeitbomben-Ei in den Auspuff rein? Wie war das noch gleich? Oje, oje, oje. Nicht kesseln lassen. No, 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 no. No, 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 no. Ich glaube, man kann sogar gleich rein. Ja? Ja, vielleicht nicht. Welche von Jemjas Fähigkeiten... Was? Wenigsten Noten und meistens... Was? Ich hab... Die Frage habe ich nicht verstanden. Ich habe sie auch gar nicht richtig lesen können, aber sie war sehr verwirrend. Also müssen wir gegen die schnellen Geschosse ankommen, was leider gar nicht so gut ist. Ja, ja, lieber sicher spielen. Weiten Abstand einhalten und immer sicher zielen. Oh, da war ein Laser, habt ihr gesehen? Ah, das war gut, das war gut. Es läuft bislang voll in Ordnung, möchte ich mal sagen. Okay, Zeitbomben-Ei. Let's go. Wunderbar. Ich glaube, ich zerstöre erst den linken.
Weil der ist ein bisschen ekelhafter platziert. Sparen wir uns für die schwere Phase den rechten auf. So, alles gut. Ich gehe auch immer rechts rum, das ist sehr sicher. Ja, und jetzt wird's spannend. Wir kommen langsam in die entscheidende Phase. Verdammt, ich glaube, das werde ich mit normalem Gerenne nicht schaffen. Also musste ich die goldenen Federn benutzen, aber ich habe sie bislang ja auch noch gar nicht in dieser Phase benutzt. Das war nicht gut. Aber ich konnte ja auch nicht die ganze Zeit mit den goldenen Federn rumrennen. Musste, also reagieren und nein! Ohne Kazooies Schnelligkeit komme ich nicht weit. Wie viele Etagen gibt es in meiner Fabrik? 5. Das ist einfach. Okay, das müssen wir jetzt nutzen, komm. Soll ich schießen? Nein, lieber nicht. Lieber nicht. Der Bereich ist schon wieder eingegrenzt durch den verdammten Laser. Okay, der hat gesessen. Aber ich habe jetzt schon so häufig nicht getroffen. Jetzt muss ich abgehen und ich schaff's tatsächlich. Heftig. Das war ausnahmsweise richtig gut. Aber der Nachteil, ich bin jetzt relativ weit weg vom Auspuff und der Laser ist auch noch am Start. Schaffen wir es? Ich sehe nichts. Nein, schaffen wir nicht. Dreckskamera! Ja, okay. Müssen wir halt da durch. Und ja, ich wusste, dass das passieren wird. Ich glaube, ich hole mir jetzt lieber mal die Honigwaben. Das dürfte das Klügste sein. Und wir wechseln auf die Granateneiern. Ich muss nochmal schießen, oder? Nein? Doch nicht? Okay. Zack, bumm. Und rein da. Yeah. Wunderbar. Dann ist das eine sehr, sehr gute Ausgangslage gerade. Ich habe, glaube ich, so viel Leben wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Aber sie geht jetzt bekanntlich auf volle Offensive. Da muss ich jetzt ein Mittel gegen finden. Ja. An der Stelle sind wir gestorben. Ich bin auch bislang nicht weitergekommen. Oh, die haben schon wieder auf die normalen Eier gestellt. Ich raste aus. Granateneier, verdammt. So. Jetzt habe ich Abstand gewonnen. Und der erste sitzt. Ich lasse ihr wieder ihre zwei Schüsse. Weil es hat sich einfach bewährt mit der Zeit. Und es funktioniert tatsächlich, auch in dieser Phase. Ja, weil sie hat immer so eine kleine Ruhephase drin, wenn sie zweimal geschossen hat. Und dann können wir zuschlagen. Geil. Haben wir noch irgendwelche Tricks auf Lager? Ja, richtig, meine Diener. Und auf geht's. Los, schnappt sie euch, ihr Schwachköpfe. Ernsthaft? Diese Lappen? Die sind doch gar nichts. Mein Gott, die kommen auf mich zu, aber... ja, muss sagen, ich habe jetzt mit heftigerer Gegenwehr gerechnet. Das ist jetzt so schlimm. Komm, ein Treffer noch, dann haben wir die nächste Phase. Jetzt trefft er endlich! Yes. Was? Nein? Keine nächste Phase? Ist das schon die letzte? Autsch. Ja, wenn das so ist, dann bleibe ich doch einfach mal hier an der Stelle. Aha, natürlich. Warum fällt mir das erst jetzt ein? Giftgaseinsatz. Ein Hauch von Senf liegt in der Luft. Wie ich das liebe. Was zur Hölle? Sie will uns vergasen? Sag, bist du gestört? Oh, 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 oh. Damit hörst du mal bitte sofort auf. Das hat in der Vergangenheit auch nicht richtig geklappt. Und war nicht nett. Oh, shit. Oh, shit. Ich hab aber noch ein paar Honigwaben, die ich einsammeln kann. Hier beispielsweise. Mir geht aber die Zeit aus. Alter. Ich brauche Abstand. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht sogar eine gute Idee ist, jetzt einfach drauf zu ballern. Sie kann mich eh nicht umbringen, wenn ich sie jetzt safe treffe. Ja, 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 komm, nochmal, nochmal, nochmal. Perfekt. Ein Treffer noch, ein Treffer noch. KO. Okay, ihr Dummköpfe. Bekommt jetzt den größten, grässlichsten Fluch, dessen ich fähig bin zu spüren. Oh, shit. Leistet eurem Freund Brockets Gesellschaft. Ihr werdet euch noch wünschen, ihr hättet euch nie mit Grundhilda Winky Bunyan angelegt. Winky Bunyan? Ist das dein Nachname? Nee. Natürlich nicht. Ich verklage euch, wenn ihr das weiter erzählt. Wie du wünschst, Winky. Stirbt! Oh, sie ist völlig geistesgestört. Schieß! Bam!
Oh nein! Der Fluch! Ich habe ihn fallen gelassen! Schafft ihn schnell weg, bevor er... Oh, das sieht gut aus. Haben wir gewonnen? Na, der haben wir aber richtig einen reingedondert, dieser Winky Bunion, nicht wahr, Banjo? Allerdings, war voll krass. Komm, gehen wir runter zu Bottles Party. Gute Idee. Ich hoffe, das war's auch wirklich. Aber ich denke schon, war ja schwierig genug. Alter Schwede. Ja, ich dachte, hier ist eine Feier. Ziemlich ruhig für eine Party. Wie die alle gucken. Hey, Brillenschlange. Wo ist die Party? Nun, die ist leider vorbei. Dieser Klungo hatte solchen Hunger, dass kein Krümel mehr übrig geblieben ist und dann hatten wir keinen Bock mehr. Mombo wollte tanzen. Großer Haufen Mist! Das ist alles deine Schuld, Superhirn! Hättest du die alte Hexe noch schneller erledigt! Ja, Entschuldigung, es war sau schwer. Wenigstens hab ich mich nicht feige in meinen Löchern versteckt. Ja, sondern im Rucksack. Du blöde Feder! Ha! 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 Dumme Momba, auch versteckt in Wigwam. Du Klappe halten! Oder Wumba verwandeln Scharlatan in Frosch! Ich mache eine Goldstatue, treten in Wumbas Hintern. Hey, hey, aufhören! Und zwar alle, streitet euch gefälligst draußen. Kazooie hat eine bessere Idee. Habt ihr Lust auf ein Hickey irgendwas? Hickey Hexack! Was soll das denn sein? Du wirst schon sehen. Hickey Hexack? What? Ich nix verstehen. Nicht ernsthaft. Alter. Und das in einem Nintendo-Game, ne? Nice, nice. Nimm das. Das will Spaß sein. Mombo korrekt. Mega Spaß. Schieß sie rüber zu mir. Das ist, sehr heftig. Ein Auge. Ups, da kullert ein Hexenauge raus. Lol. Das wird euch noch leid tun. Euch allen. Wartet nur auf Banjo Free. Na, da können wir wahrscheinlich lange warten. Dieses Spiel wird höchstwahrscheinlich nie erscheinen. Und selbst wenn, dann nicht in der Form, in der es erscheinen sollte. Denn wie wir wissen, ist Rare tot. Und alle fähigen Entwickler sind längst geflüchtet. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Während ich jetzt hier die Jukebox suche, komme ich zu einem kurzen Fazit. Banjo-Tooie ist auf jeden Fall eine ganz große Herausforderung gewesen. Eins der schwierigsten Projekte und tatsächlich auch eins der Projekte, das gleichermaßen Freude und Frust erzeugt hat. Also ich fand jetzt nicht alle Bereiche des Spiels gut. Ich kann, glaube ich, sagen, gerade so die ersten zwei Drittel waren eigentlich ganz chillig. Die haben mir am besten gefallen. Und dann so die Grunty GmbH und was danach kommt, war nicht mehr ganz so toll, auch von den Ideen her. Meine Lieblingswelt ist vielleicht die Lavaseite vom Vulkan oder auch das Pterodactylus-Land, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber mir haben eigentlich alle Welten gefallen, bis auf Grunty GmbH und die letzte Welt. Irgendwie finde ich jetzt hier die Jukebox nicht. Na gut, dann halt nicht. Wir haben ja eh die ganze Musik gehört. Müssen wir uns nicht nochmal reinziehen. Der Soundtrack ist sehr, sehr gut. Auch wenn es am Anfang so geklungen hat.
als wäre ein bisschen was aus Donkey Kong 64 übernommen worden. Aber das hat sich zum Glück nur auf die erste Welt bezogen. Danach war alles wieder schön frisch und gut vom Grant Kirkhope. Hat mir also gefallen. Klar, Banjo-Tooie bietet sehr, sehr viel Content. Eine unglaubliche Schwierigkeit. Und ist auch größer, komplexer. Und ja, herausfordernder als Banjo-Kazooie. Allerdings nicht unbedingt besser. Dass sie die Welten miteinander verflochten haben, kann man als genial ansehen, aber ja, es war auch sehr verwirrend. Insgesamt hat mir Banjo-Kazooie besser gefallen, auch mehr Spaß gemacht. Auch wenn man sagen muss, dass es natürlich im Vergleich zu Tooie bei weitem einfacher ist. Wer also eine krasse 3D-Plattformer Herausforderung sucht, der sollte sich Banjo-Tooie mal anschauen. Allerdings wird es nicht einfach werden, das kann ich euch garantieren. Die Entwickler haben in der Tat ein bisschen übertrieben, wie sie auch selbst sagen. Aber ja gut, gibt Leute, denen gefällt sowas. Ich bin jetzt insgesamt doch ganz froh, dass es zu Ende ist. Und bedanke mich bei euch beim Zuschauen, auch wenn es manchmal ein bisschen zäh war. Ich glaube, insgesamt waren wir ein gutes Team. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao.